Servus und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Eine weitere Folge bricht an und wir waren natürlich gerade bei der ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Mann. Ich habe leider Aufnahmepause machen müssen. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen, wer das ist. Genau, das ist die Lydia. Die hat ja anscheinend von verfeindeten Lager einen Freund, dieser Atrals. Ja. Und da werden wir jetzt mal hinschauen, weil der macht anscheinend da hinten das Feuer. Und ja, so wie es ausschaut, muss ich schwimmen, ne? Ah, da liegt nur Wächter. Den nehmen wir nur schnell mit. Sehr schön. So, Metallscherben, ne? Das geht ganz schön schnell. Ja, na dann, gib ihm. Ich sehe zumindest, ja, kann ich Schnappmäuler. Die schaut auch interessant aus. Das kann wieder... Ach, da ist doch bestimmt eine Statue um, oder? Ah, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ah, ich sehe auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Die Frage ist, warum er jetzt so weit weg ist. Ne? Er hat irgendwie aber spitz gedrückt, dass er mit der da irgendwie beieinander ist und keine Ahnung. Ne? Müssen wir mal gucken. So. Schauen wir doch mal. Das sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Ja, da liegt nämlich ein Schwert. Okay, wir müssen mal die Spur markieren. Ah, vielleicht haben sie einen Gefangenen genommen, ne? Das kann natürlich möglich sein. Schauen wir mal, was ist dies? Ist doch nichts zum Klettern. Kann das eine Falle gewesen sein? Da auch wieder. Ach, okay. Ah, jetzt merke ich, es ist eine Treppe und das soll sozusagen der Treppenlauf sein. Ha, krass. Okay. Oh, was ist da los? Okay, seine eigenen Leid. Das muss Atral sein. Er soll reden. Hier sind ganz schön viele Wachen. Zu glauben, vielleicht gibt es noch einen Eingang. Ich sag's dir, überall. Schau mal, vielleicht kommen wir da irgendwo rein. Ja. Let's go. Kriegen wir schon hier? Mal schauen, das sind jetzt die, sind jetzt wieder zwei Wachen. Da ist einer, da ist einer. Wer? Ich? Das war knapp. Wir haben ihn übel zugerichtet, aber er redet nicht. Beachtlich, was der alles aushält. Okay, nochmal runter. Das sind schon... Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Das tat weh. Was mich nicht umbringt. So, den haben wir. So, da kommen sie runter. Ich hab dir was gebrochen. Oh mein Gott. Schmerz überleben. Angriff hat gesessen. Nur eine Fleischwunde. Ja, it's a flesh wound. Dann bessere Pfeile nehmen. Den Hammer. Den Hammer. Den Hammer und. Ist das alles? Die Hammer. Hab ich den in die Wand neiboxt? Ich sehe nichts. Ah, hey. Jetzt siehst du was. Also jetzt nicht mehr, aber zumindest genau noch Moment hast du gesehen. Naja. Also mir war es ja irgendwie klar, da sieht es nicht scharf. Ja. Komplett das in Stealth-Modus. Gebrauchen. Aber ist ja Wurst. Das ist ja richtig Wurst. Das ist auf jeden Fall gerade extrem hell, finde ich. So.
Dann quatsch mal. Obwohl, oben haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was zum Looten. Ja, da geht es wieder mit der Helligkeit. Da unten ist irgendwie ziemlich extrem. Ah. So. Total. Harry. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida, ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Atral? Was war's für ihn? Schlüssel. Arme Atral. Und arme Elida. Tja, der müssen wir jetzt diese Nachricht überbringen, ne? So, pass auf, da haben wir nur mehr Vorratskiste. Okay. Die Gegner sollten eigentlich jetzt auch weg sein. So. Der schnellste Weg nach unten. Ja. Ah, dann schwimmen wir mal wieder weiter, ne? Dann haben wir diese Quest nämlich auch geschafft. Ah, schön. Oh Gott, ich fühle es richtig, das Wasser, wie kalt das sein muss. Oh. Ah, ein bisschen braucht man schon, ne? Bis wir da sind. Das dauert schon ein wenig. Na. Na. Warte mal, die ist doch jetzt ganz woanders, oder? Ist die gar nicht mehr bei der Insel. Nee, da ist nicht mehr. Wieder beim Vater daheim. Ach so, weil ich ja gesagt habe, ja, natürlich. Ich habe gesagt, ich schaue noch hier, ne? Na dann. Okay. Na, dann machen wir sogar eine schnelle Reise. Da schwimmen wir jetzt schnell hier. Was soll's, ne? Einmal schön einfach mal die Musik arbeiten zu lassen. Okay. Also der Vater wird natürlich jetzt... Boah, ruckel, ruckel. Der Vater wird natürlich jetzt wahrscheinlich froh sein, dass sie wieder da ist. Aber ich muss ihr die Nachricht überbringen. Oh, meine armen Füße. Die besten Waren. Möchtest du heute du gerne es etwas bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen? Mir ging es nicht aus. Okay, die sind natürlich wieder beim Garten. Ich habe nur die besten Waren. Aber er hat mir einen Schlüssel für sie mitgegeben, ne? Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben.
Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Okay. Mei, oh mei, oh mei. Bleib die Schulter hocken. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Die Osseran kaufen all unsere Häuser und Grundstücke auf. Ich dachte, das hier wäre eine Katscherstadt. So, quatschen wir sind und. Es geht um Atral, Vater. Wir waren zusammen. Ich wollte nicht das. Atral? Ja, ich erinnere mich. Ihr wart noch so klein. So klein wie die Blumen in unserem Garten. Aber er ging nach Westen. Sie haben uns nie erwischt. Er verriet nichts. Sogar als... Oh, Elida. Immer wenn ich Edikte schrieb, dachte ich... Ich dachte, meine Arbeit schützt dich vor diesem Krieg. Alles nur Pergament. Fast hätte ich dich verloren. Es tut mir leid, Vater. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was du durchmachen musstest. Doch jetzt werde ich mich bessern. Danke für diese zweite Chance. Naja, schau, da haben wir doch mal wieder was Gutes gemacht. Ne? Quests, was haben wir denn noch? Sonnenfels, genau, da müssen wir zurück suchen nach dem Bannoglager. Ja, okay, müssen wir auch noch machen. Passt. Also, dann können wir jetzt Sonnenfels weitermachen. Da können wir jetzt aber auf jeden Fall schnell reisen. Also, das ist schon ein bisschen ein weiter Weg. Den haben wir schon, den Panorama. Da gehen wir hin. So, also hin und wieder schneide ich mal ein bisschen diese Wartezeit raus, dass es nicht ganz so lang dauert. Ja. Hofft, es ist okay so für euch, weil was sieht man schon aus dem Ladebildschirm? Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Also, dann müssen wir zu der Janeva zurückkehren. Wir sagen das alle drei Giesern. Ah. Abidere. Das Karja-Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist der offizielle Satz. Ich sage, ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden. Und andere getötet. Weibliche Rambo. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also. Geh im Licht. Ich weiß nicht, ob mir der Gedanke gefällt, Söldner anzuhören. Außergewöhnliche Belohnungskisten, das ist doch schön. 6670 Erfahrungspunkte? Naja, naja.
So. Was ist denn die außergewöhnliche? Die da. Also ganz normale, gewöhnliche Kiste. Just wow. So. Das haben wir schon. Braucht man auch nicht. Das sind lauter Fallen. Okay. Bei dem Großen und Ganzen kann man natürlich jetzt halt nur mal den nächsten Sonnenmacher. War eigentlich auch mal nur cool. Haben wir da nicht sogar noch... Wir waren doch nur bei jemandem in der Nähe, ne? Hier. Stufe 18. Wisst ihr was, Leute? Das macht man jetzt. Das ist jetzt noch ein Planung. Ich habe jetzt gerade Lust, dass ich wirklich diese Glutsonne mir verdiene. Schauen wir mal, ob wir es in einer Folge schaffen. Ah, und vor allem, ich weiß halt leider nicht, was das für Herausforderungen sind. Die letzten, die sind relativ gut gegangen, aber die könnten jetzt ein bisschen so, ein bisschen schwieriger werden. Aber dann haben wir wenigstens, wenn wir das jetzt haben, 3 von 5 Prüfungen. Schauen wir mal. Gut. Ich bin gespannt, was da jetzt für Prüfungen auf mich warten. Muss ich bloß schnell schauen, dass wir den richtigen Ort finden. Gute Reise. Na ja, gut. Da war eh schon was gewesen. So, lasst's mich durch. Ich werde heute Nacht gut. Genau, da hast du mich mal gekränkt. Da haben wir mal die einmal eine Folge beendet. Damit ihr euch nur daran erinnern könnt. Da ich gesagt, das ist ein bisschen zu krass für mich. Und jetzt bin ich Stufe 35. Jetzt schaut das ganz anders aus. Schauen wir doch einmal. Da speichern wir jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Du willst immer noch eine Prüfung? Ja. Feuerkampf, Eisprüfung, Schockprüfung. Okay, da geht es wirklich um Pfeile anscheinend. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du sie richtig, gibt's einen schönen Knall. Ja, das sollte man schaffen. Wunderbar. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Und vor allem bei Läufern. Dann will mal schauen, wo Läufer sind, ne? Was sind Läufer? Okay. Wir rüsten erstmal den OS mit zusammenbasteln hier. Weil ich habe, glaube ich, noch keine anderen Pfeile. Aber wir probieren es aus. Let's go. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Jetzt wird's laut. So, wo ist denn nur ein Läufer? Sieht keinen anderen Läufer mehr. Hä? Will ich mich gerade verarschen? Achso, Prüfung ist abgeschlossen. Jetzt schon? Alter. Okay, komm her. Du brauchst sowieso ein Herz von dir, mein Freund. Komm her, komm her! Boom, Baby! Hat der bitte ein Herz jetzt für mich? Schön leise jetzt. Ja! Brüllrückenherz, da haben wir's. Schön, 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 schön. Haben wir jetzt echt schon die... Ah, die war nicht schwer, die Prüfung. Also wenn wir es jetzt schon haben, dann die haben 4 Pfeile verschossen. Wenn wir das gleiche jetzt mit allen anderen machen müssen, dann wird ja die Prüfung echt erklärt. Wenn es jetzt so ist, ne? Sehen wir gleich. Eine Glutsonne. Oh, wow. Beim ersten Versuch. Das ist erstaunlich. Okay. War easy. Ich glaube, ich gucke nur keine Eisprüfung mal, bei oder? Dieser Prüfung frierst du Maschinen ein und vernichtest sie dann. Du brauchst Pfeile, Bomben oder Geschosse, die einfrieren, bevor du anfangen kannst. Wir haben schon fast gedacht. Okay, pass auf. Ich gehe jetzt. Du kannst jederzeit... Pass auf, da haben wir doch hier so einen lustigen Händler. So, verkaufen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir nur verkaufen können. Warte mal, kaufen, 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 kaufen. Outfit, 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 Outfit. Ja!
Nice. Wir haben jede schwere. Wir haben jede Rüstung. Von leicht bis schwer, ne? Bisher, ich weiß nicht, ob es denn noch irgendwelche anderen gibt. Aber bisher haben wir die. So. Jetzt können wir aber einiges verkaufen, glaube ich. Die ganzen Sachen. Sturmvogelherz. Weißt du was? Wenn wir wieder was brauchen, dann braucht man es halt. Obwohl natürlich Herzen schon immer. Weißt du was? Ich glaube, Herzen heben wir uns mal auf. Herzen sind immer so eine Sache. Ach komm, ach, scheiß drauf. Let's go. Wird verkauft. Wir haben eh schon die ganzen Dinger. So, bloß die müssen wir noch aufheben. Lohn kriegen wir jetzt eigentlich auch genug. So. Ah, die lassen wir mal noch. Passt. Zack, 8.933 Scherben. Läuft soweit. Also, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Und zwar braucht man mir Schock. Hä, das haben wir schon? Eisbomben haben wir noch nicht. Müssen wir jetzt echt Eisbomben kaufen? Und kann ich Eispfeile? Das wäre schade. Na dann. Machen wir uns halt Eisbomben. Dann haben wir die auch mal. Schockbomben auch von mir aus. Dann haben wir es auch mal. Die kosten ja nichts, Leute. 30 Scherben, ne? Komm, Feuer. Dann haben wir mal alles. Kauf ein. Ah. Ein Paket braucht man nicht. Zerspringerpfeil. Ist aber auch geil. Interessant. Okay. Jetzt muss ich bloß mal schnell schauen. Ich müsste da wahrscheinlich jetzt Bomben auswählen, dementsprechend. Muss ich wahrscheinlich im Menü machen, ne? Wo geht jetzt das? Hier wahrscheinlich. Haben wir jetzt Schockbomben, dann mal Eisbomben. Aber die muss ich doch auswählen, oder nicht? Fallen? Dann muss ich das bei den Waffen irgendwie auswählen? Nee. Munition. Na, die hat er jetzt die ganze Zeit schon ausgewählt. Okay, irgendwas kapier ich gerade noch nicht. Ich muss mal schnell überlegen. Da ist eine Zerspringerladung. Gut, das ist ja wurscht. Warte mal. Natürlich. Natürlich, ich muss ja da das mit der. Okay, da haben wir immer nur die ekelhafte. Pass auf, da nehmen wir uns jetzt eine bessere her. Waffen. Gibt es doch bestimmt eine lila Schleuder. Ja, sorry, doch. Schattenschleuder. Die holen wir uns. 605. Kristallgeflecht. Das gibt's nicht. Okay, pass auf, da brauche ich mein Kristallgeflecht nochmal. Echt jetzt? Oh, hätte ich es doch bloß nicht verkauft. Obwohl, doch, das zurückkaufen. Easy. So. Waffen. Schattenbogen. So, Schattenschleuder. Hammer. Die haben wir gleich mal hier ausrüsten. Und dann können wir hier gleich mal nochmal was verkaufen. Und zwar hier diese Waffe. Braucht man nicht. Im Grunde braucht man jetzt diesen Bogen auch nicht mehr. Sagen wir uns mal ehrlich. Ja. Den braucht man nicht mehr. So. Na, Stolperfalle, bliblablub. Guck mal, die Verkäufer hätten mich jetzt aber auch gewundert. So. Jetzt muss ich bloß mal kurz überlegen. Jetzt hat kann ich alle auswählen. Sehr schön. So wollte ich das. Okay, so. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Ja, passt. Also, dann führen wir es weiter, die Song, oder? Zurück. Toll. Dann beginnen wir mal mit der Prüfung. Macht mal.
Let's go, Eisprüfung. Wenn du genug Maschinen einfrierst und vernichtest, hast du schon bestanden. Was? Gut, die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutschst. Passt. Dann sucht man uns jetzt erstmal Gegner. Also ich muss jetzt Gegner einfrieren. Ah, die besiegt man halt relativ schwer. Das sind natürlich ein Haufen Läufer. Komm, probieren wir. Ah, okay, okay. Brauchst du so ein bisschen eingefroren. Es langt schon, wenn das Symbol da ist. Ah, okay, das hat nicht gelangt. Ah, okay, okay. Das muss ich vielleicht nur mal machen. Jetzt ist es eingefroren. Lasst es mir in Ruhe, ich muss drüber. Haben wir es geschafft? Ja, oder? Das war aber schon mehr als knapp. Das war mal mehr als knapp. Eieieiei. Das ist gleich nur mit Schock. Gut, ich habe jetzt nicht genau gewusst, wann die Eichhörnchen sind. Aber jetzt passt's, ja. So funktioniert's, ja. Okay, müssen wir eigentlich nur geschafft haben. Zwar knapp, aber geschafft. Oder? Schauen wir mal. Ich hoffe's. Machen wir nochmal. Glutsonne? Eine Glutsonne. Nice. Beim ersten Versuch. Das ist erstaunlich. Okay, dann haben wir nur eine Schockprüfung. Bei dieser Prüfung musst du Brüllrücken mit Schockmunition betäuben und Teile von ihrem Unterbau abschießen. Kriegen wir hier. Wenn du das... Also... Schockbombe. Wir hätten aber auch... Ja. Okay, pass auf. Brüllrücken haben wir hier. Wie viel müssen wir da machen? Zwei hoffentlich. Drei? Ich muss den Kampf gewinnen. Ach so, Behälter. Ich weiß nicht, welchen Behälter der Mund. Ich meinte den Obern. Verwirrt, Fragezeichen. Das wird natürlich nichts in einer Minute. Hey, welchen Behälter meint er dir? Ich habe keinen Plan, welchen Behälter der Mund. Teuer und entferne die Unterbaubehälter. Oh.
Dann muss ich das so machen. Ich habe keine Ahnung. Der Frau gehört. Nein, sie kriegt mir ja nicht mit. Okay, ich hab keinen Plan, was der meint. Sorry, aber ich bin nochmal auf. Das sind ja Unterbaubehälter. Vorher so mehrere Ressourcen verschwenden, ne? Lass uns wieder bleiben. Warte mal, gucken wir doch nicht einfach. Na, ich geh jetzt einfach mal auf und schau mal, ob ich das abbrechen kann. Jetzt haben wir eh schon über der Zeit, Leute. Also, ich weiß nicht, was Unterbaubehälter sind. So weit sind wir schon. So, abbrechen. Willst du diese Prüfung Prüfung abbrechen. Ja, lassen. Ja, genau. Also. Das heißt, das müssen wir. Oh, ja, ja, gut. Ja, bla 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 bla. So, das müssen wir beim nächsten Mal nochmal machen. Das hilft nichts, ne? Ich werde jetzt mal ganz kurz schauen, was Unterbaubehälter sind. Und dann sehen wir sie gleich wieder zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Habi die Ehre.